Wir nahtlos beim Tagesordnungspunkt 6.2. Hier ist der Gegenstand Kindeswohl in Asyl, Notunterkünfte sichern. Einreicher ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Deswegen bitte ich zunächst Frau Siebeneicher. Danach hatten wir gesagt, Rederecht für die AfD-Fraktion beantragt Herr Augustin als darauffolgende Redner. Und dann beginnen wir mit der Fraktionsrunde und dann beginnt die Linken. Bitte schön, Frau Siebeneicher. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, sehr geehrte Stadträtinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen. Die Grüne Fraktion hat einen Antrag eingereicht, über den heute beschlossen werden soll, zum Thema Kindeswohl in Asylnotunterkünften sichern. Wir haben diesen Antrag im September 2015 in den Stadtrat eingebracht und Anlass war damals die kurzfristige Errichtung eines Flüchtlingscamps auf der Bremer Straße als notdürftige Erstaufnahmeeinrichtung. Das Land Sachsen hat auf der Bremer Straße Zelte errichtet und das Jugendamt der Stadt Dresden, Herr Lippmann, hat auch unter anderem frühzeitig darauf hingewiesen, dass diese Unterbringungsart nicht kindgerecht sei. Wir haben daraufhin als Grüne politischen Handlungsbedarf gesehen und wollen mit diesem Antrag heute auch noch mal ganz klar Standards des Kinderschutzes für alle Kinder in Dresden deutlich machen. Das sprechen wir ganz konkret im Punkt 1 unseres Antrags an. Selbst wenn jetzt schon ein halbes Jahr vergangen ist seit Einreichung des Antrages, das Thema ist nach wie vor von hohem öffentlichen Interesse. Der unabhängige Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes Wilhelm Röhrig, warnt seit letztem Jahres, dass die Kindeswohlgefährdung in eben solchen Unterkünften, großen Unterkünften, deutlich zu erkennen ist. Denn es gibt oft keine räumlichen Rückzugsmöglichkeiten. Es gibt teilweise, Betonung auf teilweise, auch gewaltsame Auseinandersetzungen eben in diesen großen Unterkünften. Und auch das Umfeld in den Unterkünften ist nicht für Kinder geeignet. Es gibt keine Spielmöglichkeiten oftmals. Es gibt kaum Raum, sich sozusagen frei zu bewegen. Das heißt, was wir mit diesem Antrag klar machen wollen, ist eben nicht nur darauf hinzuweisen, dass es durchaus auch eine Gefahr sexueller Gewalt gibt, sondern es gibt eigentlich eben ein Lebensumfeld, was für Kinder so nicht geeignet ist. Der Handlungsauftrag ist ganz klar. Flüchtlingskinder sind besonders schutzbedürftig. Artikel 22 Absatz 1 der UN-Kinderrechtskonvention sagt ganz eindeutig, auch Flüchtlingskinder haben einen angemessenen Schutz auf humanitäre Hilfe. Wir haben das Thema nicht nur hier im Stadtrat, sondern auch auf Landesebene als Grüne schon seit letztem Jahr thematisiert und vor allem auf die Ausnahmesituation in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes hingewiesen. Dennoch gibt es da wenig Bewegung. Es gibt keine Schutzmaßnahmen eben für diese Gruppe von Menschen von Seiten des Bundes. Im Asylpaket 2, was beschlossen wurde dieses Jahr, gibt es dazu keine Regelung, obwohl es in der Diskussion gewesen ist, eben auch den Kinderschutz voranzubringen. Das heißt, wir stellen heute noch mal fest, es ist umso wichtiger, dass hier die Stadt aktiv handelt und klare Maßstäbe in dem Bereich setzt. 2015 war ohne Frage eine riesige, herausfordernde Situation auch für die Stadt. Wir mussten auch kommunal viele Menschen in kurzer Zeit unterbringen. Trotz alledem, und auch das haben wir in den Ausschussberatungen auch mit dem Jugendamt gemeinsam immer wieder diskutiert, die Stadt Dresden hat ihr Bestes gegeben, kommunal familiengerecht unterzubringen. Das heißt, wir schaffen es in der Stadt, die Familien, die uns zugewiesen sind, in Wohnungen dezentral unterzubringen. Außerdem bemüht sich das Jugendamt
mit Clearing-Teams aktiv in die Erstaufnahmeeinrichtung reinzugehen, Altersfeststellungen und Gesundheitschecks vorzunehmen und dann auch Jugendliche im Zweifel aus der Erstaufnahmeeinrichtung herauszunehmen. Ich sage das deshalb nochmal so deutlich, weil wir durchaus wahrnehmen, dass sich die Stadt bemüht, aber wir trotzdem nochmal mit dem Antrag ganz klar formulieren wollen, da komme ich zum Antragstext zurück. Erstens, der Oberbürgermeister soll gegenüber der Landesebene, also der Unterbringung in den Erstaufnahmeeinrichtungen, nochmal ganz klar sagen, dass wir alle Erstaufnahmeeinrichtungen, die in Dresden bestehen, eine familiengerechte Unterbringung gewährleistet werden soll. Und das Jugendamt soll regelmäßig weiterhin durch Vororttermine prüfen, ob denn Kinder da untergebracht sind. Ich sehe es. Zweitens soll sich auch die Landeshauptstadt in die Pflicht nehmen, nicht Kinder und Familien in Notunterkünften unterzubringen. Auch wenn uns das bis jetzt gelingt, sollen wir mit diesem Antrag oder wollen wir auch für die Zukunft ein Signal setzen. Bitte kommen Sie zum Schluss. Ja. Das heißt, dieser Antrag bedeutet, wir haben keine frommen Wünsche oder hehren Ziele, sondern es gibt einen klaren politischen Handlungsauftrag. Und ich denke auch, wenn wir heute gemeinsam diesen Antrag beschließen, machen wir klar, dass Kinderschutzrechte für alle Kinder in Dresden gelten und dass es hier keine Ausnahmen geben darf. So, als nächster Redner Herr Agustin und dann Herr Kiesling. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Beigeordnete, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte. Zur Entscheidung steht heute der Antrag A-128-15, Kindeswohl in Asylnotunterkünften sichern. Ich glaube, niemand in diesem Hohen Haus möchte den Fakt widersprechen, dass der Schutz der Kinder, unabhängig ihrer Herkunft, Heimat, religiösen und ethnischen Wurzeln richtig und sehr wichtig ist. Daher kann sicher auch dieser Antrag positiv gesehen werden, auch wenn einige Aspekte und Forderungen zwischenzeitlich obsolet sein sollten. So sollte heute grundsätzlich keine Kinder und deren Familien mehr in den hier bemängelten Asylnotunterkünften aufgenommen werden. Aber gut, sehen wir es als Zeichen an die Politik und gießen es in einen Beschluss. Aber wie definieren wir die Begriffe? Wo endet die Not, wo beginnt die Gemeinschaftsunterkunft? Sind es nur Zelte und Turnhallen oder fällt jede Unterbringung darunter, in der Person ohne familiäre Verbindung gemeinsam untergebracht werden? Dann kommen gegebenenfalls auch Einrichtungen der freien Trägerschaft Schwierigkeiten, die Kinder nicht nur in unterschiedlicher Familien, sondern auch aus unterschiedlichen Herkunftsländern gemeinsam beherbergen. Und was sagen die betroffenen Kinder? Gestalten sich gerade für Kinder ein Verbleib in einer Gemeinschaftsunterkunft subjektiv etwa sogar erträglicher? In einer Gemeinschaftsunterkunft, in der ausschließlich Familien mit ihren Kindern unterkommen? Dort, wo Gleichaltrige Spielkameraden zu finden sind, dort, wo eine Abwechslung vom tristen Alltag und vielleicht auch ein wenig kindlicher Spaß zumindest möglich erscheint. Vielleicht lässt sich die Kinder die Umstände der Flucht sogar besser ertragen, als nicht nur losgelöst von der Heimat, sondern auch getrennt von Gleichaltrigen in einer Wohnung, allein oder mit ihren Eltern zu sein. Eltern, die auch fremd in diesem Land sind, die gegebenenfalls 2-3 Mal die Woche Kontakt mit einem Sozialmitarbeiter bekommen und sonst relativ allein gelassen werden. Und so gut gemeint wie dieser Antrag ist, jede Vorsorge, jede Reserve, jede Rücklage ist endlich. Und egal, ob 10, 50 oder 100 Wohnungen für derartige Zwecke vorgehalten werden, spätestens wenn die 11., 51. oder 101. Familie vor der Tür steht, muss entschieden werden, wie man nun weiter verfahren will, verfahren soll, verfahren muss. Und bevor jetzt jede Interessenvertretung einen eigenen Antrag für seine Klientel einbringen muss, lassen Sie mich Ihre Aufmerksamkeit noch auf ein anderes Thema lenken. Der Antrag wurde federführend im Jugendhilfeausschuss betreut und da liegt es in der Natur der Sache, dass im Jugendhilfeausschuss Interessen von Kindern und Jugendlichen besonderes Augenmerk zuteil wird. Zur Entscheidung liegt der Antrag nun im Stadtrat und es würde diesem Hohen Hause gut zu Gesicht stehen, wenn hier nicht nur auf halbem Wege stehen geblieben, sondern eine umfassendere Regelung, ein deutlicheres Signal gesetzt würde. Meine Damen und Herren, seit geraumer Zeit wurde und wird davon berichtet, dass es beispielsweise der Verein Christopher Street Day in Dresden zur Aufgabe gemacht hat, Unterkünfte für homosexuelle Personen bereitzustellen. Und zwar deshalb, weil sich auch diese Personen übermäßiger Repressalien von Mitflüchtlingen ausgesetzt fühlen. So wertvoll eine derartige Bereitstellung ist, es ist ein Armutszeugnis für die Verwaltung,
für die Verwaltung die Übergriffe offensichtlich nicht wirksam genug verhindert oder von sich aus entsprechende Unterkünfte zur Verfügung stellt. Natürlich ist es jedem Gast unbenommen, selbst zu entscheiden, ob er sich vor der Behörde als homosexuell outen will oder nicht. Aber der Betroffene sollte wissen, dass diese Stadt, die ihm da Asyl gewährt, durchaus auch in der Lage ist, sie in dieser Richtung zu unterstützen, ja, zu schützen. Gleiches gilt für die offensichtlich weltweit verfolgte Glaubensgruppe der Christen. Wir lesen davon, dass Christen bzw. Andersgläubige von Rettungsbooten ins Meer geworfen werden. Wir lesen beispielsweise auf Zeit oder Welt.de, also sogenannten seriösen Publikationen, dass es in Flüchtlingsheimen zu Übergriffen auf diese Andersgläubigen kommen soll. Wir lesen davon, dass es bei diesen Übergriffen teilweise mit dem Tod gedroht wird oder es im schlimmsten Fall zu Terror kommt. Und dies nicht in Kriegsgebieten, meine Damen und Herren, sondern vor unserer Haustür in deutschen Asylunterkünften. Und selbst in der von der Landeshauptstadt Dresden herausgegebenen Februarausgabe des Newsletters Willkommensbündnisse, Initiativen und ehrenamtliche Helfer heißt es, dass Flüchtlinge christlichen Glaubens über Schwierigkeiten in Gemeinschaftsunterkünften berichten. Leider liest man zu wenig davon, dass man auch diesen Menschen besonderen Schutz gewährt. Dieser Schutz kostet gar nicht viel mehr Geld. Dieser Schutz bedarf noch nicht einmal zusätzlichen Wohnraum. Dieser Schutz bedarf in erster Linie einer logistischen Leistung, die Flüchtlinge nicht nur nach Kinder und Erwachsene zu unterscheiden, sondern bei Bedarf auch noch sonstig schutzbedürftig zu verteilen. Ein Aufruf an ehrenamtliche Helfer, diese Personengruppen doch eventuell mit privaten Unterkunft anzubieten, scheint aufgrund der formalen Hürden ein wenig kurz geworfen. Auch zu der Situation der christlichen Flüchtlinge hat die Fraktion der AfD mit Datum 5.4. eine Anfrage an Herrn Oberbürgermeister gestellt. Und wenn Dresden in der Bewältigung dieser Flüchtlingskrise gerne eine Vorreiterrolle spielen möchte, so wird man mit einer solchen Vorreiterrolle am ersten gerecht, wenn man dies nicht nur artikuliert, sondern auch den Menschen zuliebe umsetzt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die Linke, Herr Kiesling. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin der Fraktion der Linken und insbesondere Herrn Hofsommer, an den sich ja viele hier sicher erinnern werden, außerordentlich dankbar für diesen Antrag, denn er hat ein Thema in die Diskussion gezwungen, dem wir uns eigentlich viel häufiger widmen sollen. Wir sind ja Mitglieder einer Gesellschaft, in der für jede Form der Benachteiligung, für jede Form der Not eigentlich ein System existiert. Egal, was einem zustößt, irgendwo in unserem Staat wird man gerettet, unterstützt, sagen, aufgehoben. Es ist der Sozialstaat, das tun wir, weil wir eben bestimmte Arten von Bildern nicht ertragen wollen. Und besondere Fürsorge gilt Land auf, Land ab Kindern. Sie sind die körperlich Schwächsten in der Gesellschaft und deswegen sagen Herz und Hirn, dass man für Kinder eintreten muss an jeder Stelle. Wenn einen Kinderaugen anblicken, fühlt man sich eben nicht erpresst, sondern man fühlt sich zum Helfen aufgefordert. Und diese Systeme funktionieren eigentlich, und umso erschreckender war es, als wir aus unserer Ruhe aufgeschreckt worden sind, als mitten in Dresden plötzlich eine Zeltstadt aufgebaut worden ist, die kurze Zeit später als humanitäres Notstandsgebiet beschrieben wurde, als ein Gebiet, in dem Grundrechte außer Kraft gesetzt worden seien. Und die Grünen-Fraktion hat gesagt, nein, wir wollen das zum Anlass nehmen, an dieser Stelle zu diskutieren, dass es eben nicht unterschiedliche Standards geben kann, dass wenn wir in Dresden Regularien, Vorschriften, Eingriffsmöglichkeiten schaffen, Standards setzen, wie wir Kinder schützen wollen, wenigstens Kinder schützen wollen, dass wir diese Regularien und Standards eben überall durchsetzen müssen, auch in einer Zeltstadt, auch in Situationen höchster Not, auch in Situationen, die man vielleicht als Flüchtlingskrise bezeichnen kann, wenn man solche Begriffe mag. Und es ist spannend gewesen, wie wir im Jugendhilfeausschuss diskutiert haben, versucht haben, diesen offensichtlich im Eile geschriebenen Antrag, aus Erregung herausgeschriebenen Antrag versucht haben, dann in technisches Deutsch zu übersetzen, wie wir aber immer festgehalten haben an einer Position, die sagt, liebe Stadtverwaltung, wenn es Ressourcen gibt, die du einsetzen kannst, setze sie ein, primär dafür, dass es den Kindern der Geflüchteten gut geht, dass es den Familien mit Kindern gut geht und dass diese Kinder möglichst so aufwachsen, wie es deutsche Kinder tun, denn das ist eigentlich auch unsere völkerrechtliche Verpflichtung. Und zum Herrn von der AfD will ich nur sagen, natürlich kann man die Flüchtlinge nochmal separieren nach dieser und nach jener Gruppe und dann behaupten, diese oder jene Gruppe sei in den Not- und Massenunterkünften schlecht behandelt. Dagegen hilft nur eins,
Dagegen hilft nur, dass man diese Not- und Massenunterkünfte möglichst schnell abschafft und dass man den Flüchtlingen möglichst schnell ein Leben als ganz normaler Bürger, als ganz normale Bürgerin in diesem Land ermöglicht und sie eben nicht in einem Sonderstatus Monate und Jahre lang hält. Das benachteiligt sie nämlich, das hetzt sie aufeinander. Aber das ist ein anderes Thema. Das haben Sie hier reingebracht. Wir freuen uns über diesen Antrag. Wir freuen uns über die jetzt verbesserte Version des Jugendhilfeausschusses und hoffen, dass sich die Situation der Kinder und Jugendlichen und der Familien von Geflüchteten deutlich verbessert. Vielen Dank. SPD-Fraktion, wer das Wort gewünscht hätte, SPD. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich möchte mich dem Dank anschließen für diesen Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der ein wirklich wichtiges Thema aufgreift und der in der Form, wie er uns heute vorliegt, auch definitiv unterstützenswert ist. Und das wird die SPD-Fraktion an dieser Stelle heute auch tun. Denn auch wenn zum Glück in der aktuellen Situation mit den sehr gering belegten Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates und mit der Situation, dass in Dresden keine Familien in Notunterkünften untergebracht sind, sondern in Wohnungen, ist es ein wichtiges Thema, weil wir, darauf hat ja der Kollege Kiesling schon hingewiesen, in der Vergangenheit eben anderes erlebt haben und in der Vergangenheit erlebt haben, dass es gerade im Bereich Kindeswohl in den Erstaufnahmeeinrichtungen Probleme gab. Und deswegen zählt für mich auch das Argument nicht, wir haben das Problem jetzt ganz aktuell nicht, deswegen brauchen wir über diesen Antrag nicht verhandeln. Nein, wir wissen nicht, was in der Zukunft in diesen Fragen auf uns zukommt. Deswegen ist es wichtig, hier eine klare Linie reinzubringen und uns zu positionieren. Ganz grundsätzlich gilt natürlich für alle Menschen, die zu uns nach Deutschland kommen, dass Notunterkünfte nie eine wünschenswerte Option sind und dass eigentlich die beste Variante für Kinder wie auch für erwachsene Menschen die dezentrale Unterbringung in Wohnungen ist. Wir wissen alle selber, dass wir das nicht immer gewährleisten konnten und vielleicht auch nicht immer gewährleisten werden können. Aber für Kinder gilt das ganz insbesondere, dass Notunterkünfte keine geeigneten Unterbringungseinrichtungen sind. Und was mir an diesem Antrag auch besonders wichtig ist, ist, dass er nochmal diesen Aspekt aufgreift, dass auch in Einrichtungen des Freistaates, die hier in unserer Stadt liegen, die Kontrolle notwendig ist, ob der Kinderschutz und das Kindeswohl eingehalten wird. Ich will zukünftig nie wieder die Situation erleben, wie wir sie auf der Bremer Straße erlebt haben, dass Mitarbeiter, die Kontrolle des Kindeswohls kontrollieren wollten, der Zugang verweigert wurde in dieser Einrichtung von der Landesdirektion. Und das ist in Dresden vorgekommen und auch dagegen müssen wir, oder das darf nie wieder vorkommen, und auch dagegen müssen wir klare Leitlinien beschließen und das werden wir mit dem Antrag heute hier tun. Abschließend nur noch ein Wort zu dem Antrag oder über den Antrag hinaus. Natürlich gilt auch bei und insbesondere auch bei Kindern der Grundsatz, die Unterbringung ist nicht das Einzige. Wir müssen auch die Integration mitdenken und den Integrationsprozess, der sich an die erstmal Unterbringung anschließt, auf dem Schirm behalten. Gerade auch für Kinder ist es wichtig, dass wir eine ordentliche Integration in unsere Stadtgesellschaft integriert bekommen. Und das schließt für mich vor allen Dingen ein, die deutsche Sprache zu lernen, um hier sich in unserer Gesellschaft auch zurechtzufinden. Und das schließt für mich auch ein, dass sich die Landeshauptstadt, wie sie es auch schon macht, gegenüber der Bildungsagentur verstärkt dafür einsetzt, dass die Kinder in das System Schule integriert werden und die Bildungsagentur endlich dafür sorgt, dass mit den Kindern Bildungsgespräche geführt werden und daraufhin eine Einstufung in das Schulsystem stattfindet, damit die Kinder auch in das ganz geregelte System Schule integriert werden können. Und ich glaube, darüber wird am allerbesten die Integration in unsere Gesellschaft gelingen. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Antrag sehr zustimmenswert und ich würde darum bitten, dass wir das alle tun. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein, nicht der Fall. Dann für die CDU-Fraktion Frau Malberg. Also Frau Arnert, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, werte Gäste. Standards des Kindeswohls, die gelten für alle gleich.
Absolut, vollkommen. Ich denke, wir sind uns alle einig, nicht nur hier im Stadtrat, das sind wir hoffentlich in ganz Deutschland, überall weltweit, dass es hier keine Frage geben sollte. Ich bin ein bisschen überrascht über die heutige Diskussion, wie wir sie hier bisher gehört haben, weil eine Menge von den Sachen, mit denen Sie heute erklären, dass das zustimmungswürdig ist, haben wir hier im letzten Stadtrat ein ähnliches Thema ist von Ihrer Seite abgelehnt worden. Ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen, um Ihnen mal deutlich zu machen, wie unterschiedlich Sie hier messen. Teilweise, also zum einen bin ich überrascht darüber, dass es die Stigmatisierung, die hier in der Begründung vorgelegt wird, nicht aufgegriffen wird. Ich hätte mir die nicht getraut, wenn wir im letzten Jahr darüber gesprochen hätten, dass es zu sexuellen Übergriffen in den Einrichtungen kommt. Ich hatte leider keine Zeit, ich hätte eine Menge Zitate jetzt vorbereiten können. Da hätten wir das aber ordentlich um die Ohren gehauen bekommen und dass es zu Gewalt in diesen Einrichtungen kommt. Es ist aber richtig. Also ich bin sehr erfreut darüber, dass die Diskussion tatsächlich jetzt sachlicher und auch differenzierter geführt werden kann. Selbstverständlich kann man einen solchen Antrag wohlweislich, die Stadtverwaltung hat, was das angeht, einen tollen Job gemacht, hat es geschafft, dass wir eben keine Kinder mehr in solchen Notunterkünften haben. Auch auf Landesebene wird versucht, das ganz gut zu organisieren. Es ist eine ganze Weile lang, das wissen wir im Jugendhilfeausschuss, kein Thema mehr. Als wir das letzte Mal hier standen, ist der Antrag abgelehnt worden mit der Begründung, das ist aktuell kein Thema, deshalb ist dieser Antrag überflüssig. Da ging es darum, dass wir keine Grundschüler gemeinsam und Schüler gemeinsam mit Asylbewerbern auf einem Grundstück unterbringen wollen. Wir wollen hier keine Flüchtlingskinder gemeinsam in diesen Einrichtungen unterbringen. Abgelehnt ist er auch worden, weil damals ganz klar, oder nee, anders ist es formuliert worden, dass die CDU hier einen Antrag salonfähig gemacht hat, indem wir ihn innerhalb der Ausschüsse verbessert haben. Ja, das nennt man Sacharbeit in Ausschüssen, dazu ist das Ganze da. Ich freue mich sehr, dass der jetzige Vorschlag so gelobt worden ist, wie er im Jugendhilfeausschuss weiter überarbeitet wurde. Es ist durchaus so, dass er also im November eingereicht war. Auch wir damals dachten, es ist wichtig, das zu tun, aber er war so nicht umsetzbar. Für uns hat vor allen Dingen Patrick Schreiber sehr intensiv den jetzigen Vorschlag mitbearbeitet. Und ich glaube nicht, dass es problematisch ist, dass wir den jetzt hier mit salonfähig gemacht haben. Ich möchte Ihnen einfach diese ein bisschen, für mich, ich empfinde das ein wenig doppelmoralisch, wie Sie hier vorgehen. Kinder sind nämlich Kinder, so wie Sie das festgestellt haben. Und da muss es doch für alle Kinder die gleichen Wünsche, Schutzbedürfnisse geben, die wir für die Kinder sehen. Und deshalb werden wir diesem Antrag selbstverständlich zustimmen. Danke. Für die Fraktionslosen habe ich Wortmeldung von Herrn Green. Meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, zuerst mal für uns alle eine mehr redaktionelle Anmerkung. Sie haben hier einen Antrag eingereicht, verehrte Grüne. Da steht auf Seite 3, wenn Sie das mal nachschlagen wollen, Anlage sowieso. Also ich habe die Anlagen nicht erhalten. Und wenn ich einen Antrag einreiche und darauf eine Anlage verweise, gehört es dazu, dass die da sind. Also habe ich mich an die Kollegin Filius-Jähne gewandt und habe ihr geschrieben, können Sie mir die bitte mal zustellen? Ich möchte mich gerne auf den Antrag vorbereiten. Meine Damen und Herren, da hätte ich auch mit dem Scheuerharder versuchen können zu kommunizieren. Frau Filius-Jähne hat mir natürlich nicht geantwortet. Ich muss diesen Antrag heute bearbeiten, ohne dass ich die Anlagen habe. Sie lacht jetzt ganz peinvoll, ja, aber es gehört normalerweise dazu, wenn man solche, dass man die Anlagen auch entsprechend übermittelt. Ja, und wenn Sie Ihre Körperhaltung jetzt in dem Moment mal vor den Spiegel stellen würden, dann könnten Sie beim Psychologen fragen, wie dort angegriffen Sie sich fühlen. Meine Damen und Herren, worüber reden wir?
Worüber reden wir? Sie schreiben Tränendrüsen drückenderweise Kinder und Jugendliche. Natürlich haben wir alle gefühlsmäßig eine Vorstellung, was Kinder sind, was Jugendliche sind. Wir erkennen sie auf der Straße, natürlich. Aber wir reden ja hier nicht von den Kindern oder Jugendlichen, die wir erkennen, die wir sehen, die wir gefühlsmäßig wahrnehmen. Genauso wie wir ja in dieser ganzen Flüchtlingsdebatte nicht davon reden, was wirklich Leute sind, die vor einem Krieg flüchten, sondern wir reden davon von Leuten, die sich formal, verwaltungsrechtlich sagen, ich komme über die Grenze, jeder weiß von euch, ich möchte hier nur irgendwo sehen, dass ich mir ein neues Leben suche, deswegen schreie ich mal Asyl. Wir wissen alle, dass 99% davon keine Asylsuchenden sind. Und so ähnlich muss natürlich auch verwaltungsrechtlich die Frage gestellt werden, was sind hier Kinder und Jugendliche? Ehe wir den Corpus Delicti nicht festgeschrieben haben, können wir nicht darüber reden, was wir tun. Und da hat mein Kollege Bauer im September eine sehr interessante Anfrage gestellt. Was passiert denn? Oder erstmal, wie wird denn festgestellt, ob jemand, den wir nach unserem äußeren Anschein vielleicht als 22 oder 25 einschätzen würden, wenn der sagt, ich bin 13, ich darf klauen, rauben, Rauschgift dealen und ihr könnt mich gar nicht, ich bin nicht strafmündig. Ja? Was passiert denn dann? Da war die Antwort, das wird nach wissenschaftlichen Standards dann festgestellt. Und dann war die nächste Frage, die er gestellt hat, und was passiert denn dann, wenn festgestellt wird, es hat sich jemand dort eines Betrugsversuches schuldig gemacht? Passiert nichts. Und nun ist die Frage, wie lange brauchen Sie denn, um so einen wissenschaftlichen Standard, um so eine Prüfung nach wissenschaftlichen Standard zu machen. Wir wissen doch genau, dass es eine Menge von Anwälten gibt, die den Leuten sagen, wie sie sich am besten im Asylverfahren durchschlängeln. Und genauso wird es natürlich Anwälte geben, die ihnen sagen, Leuten, Mensch, in Deutschland unter 14 Jahre, ihr erzählt alle, ihr müsst 13 sein und dann, oder ihr seid 17 und dann geht es euch hier gut. Meine Damen und Herren, ich lese nur mal. Nicht aus irgendwelchen nationalen Presseberichten, sondern aus ihrer Lügenpresse. 15-jähriger Flüchtling greift Betreuerin mit Messer an. Augsburger Allgemeine Zeitung. In der Welt vom 2.3., dort haben also verschiedene Betreuer aus Asylheimen dann eine Menge von 12- bis 16-Jährigen über Facebook beobachtet, wie die durch ganz Europa gezogen sind und auf Facebook dort ihre ganzen Untaten dort gepostet haben. N24, 3.3., eine 15-jährige sticht bei einer Ausweiskontrolle einem Polizisten das Messer in den Hals. Die Presse vom 5.2., Frauen dürfen nicht klagen, sie müssen tun, was Männer ihnen sagen. Das sagt ein 14-Jähriger, der als, ein angeblich 14-Jähriger, ja, der festgenommen worden ist als Teil einer 7-köpfigen Vergewaltigergruppe. Fast neue jugendliche Täter aus Nordafrika in Köln wurden seit 2013 mehr als 22 Straftaten aus solchen Maghreb-Staaten begonnen. Die Polizei steht vor einem riesigen Problem. 30 Kinder werfen Steine auf einem Imbissladen. Das sind ganz gewiss die Leute, die sie schützen müssen, die sie mitten in die Wohngebiete stecken sollen, damit sie dann dort auch noch ihren Unsinn treiben. Ja? Oder in einem städtischen, ich rede dazu, Herr Scholbach, was wir hier reden. Ne? Also was angeblich Kinder sind und was keine sind. Also für wirklich, was wirklich Kinder sind, um die sollen wir uns natürlich kümmern. Aber doch bitte nicht das, was hier verwaltungsrechtlich Kinder sind. Denn wenn solche Sachen kommen, dann wird es so weitergehen, dass also jeder sagt, ja, ich bin ein Kind, ich bin ein Jugendlicher, ich darf tun, was ich will. Und das ist die eigentliche Problematik. Dankeschön. So, für die Verwaltung, Frau Dr. Kaufmann. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, der Antrag, der ja, ich sag mal, im Spätsommer 2015 originär geschrieben wurde, ist jetzt qualifiziert worden. Und was das Kindeswohl betrifft, denke ich, geht er uns genauso wie damals alle an. Ich denke aber, in den letzten Monaten ist sowohl auf Landesebene in den Erstaufnahmeeinrichtungen als auch auf der kommunalen Ebene und damit in der Stadt Dresden sehr, sehr viel an Wissen hinzugewonnen worden, an Netzwerken und Strukturen damit geschaffen wurden. Letztendlich hatten wir auch das Thema Personal, um eben genau das Thema Flüchtlinge, Integration und
damit auch eine menschenwürdige Unterbringung in der Stadt, aber auch im Land Sachsen bewältigen zu können. Und ich denke, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass die Stadtverwaltung hier in den letzten Monaten sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Wir haben keine Kinder in Notunterkünften. Unsere Familien und damit Kinder leben in dezentralen Unterkünften und damit Wohnungen beziehungsweise in Übergangswohnheimen, die wohnortähnliche Struktur aufweisen. Wir haben des Weiteren innerhalb unserer kommunalen Ebene, für die wir die Verantwortung tragen, ein sehr dichtes Netz an begleitender Sozialarbeit, an Flüchtlingssozialarbeit initiiert, damit wir eben genau jenen Neudresdnerinnen und Neudresdnern und auch deren Kindern die bestmögliche Chance der Integration geben. Und ich denke, das besondere Schutzbedürfnis, das wir haben, schaffen wir damit auf kommunaler Ebene auch zu bewältigen. Und auch das Jugendamt hat personell natürlich auch deswegen eine Aufstockung erfahren, um die unbegleiteten Minderjährigen in dieser Stadt in Obhut zu nehmen und ihnen bestmöglichen Schutz und damit auch Entwicklungschancen zu geben. Und ich denke, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Vielen Dank. So, wird weiterhin das Wort gewünscht. Zum Schluss Wort Frau Siebenmeier. Zuerst, ich freue mich, dass es ganz offensichtlich eine breite Übereinstimmung und Unterstützung für unseren Antrag geben wird im Stadtrat. Ich möchte trotzdem noch auf zwei, drei Dinge reagieren, die hier gesagt wurden. Zum einen Herrn Augustin von der AfD. Sie haben in dem Jugendhilfeausschuss kein einziges Wort zu diesem Antrag fallen lassen. Sie haben weder in irgendeiner Art und Weise daran mitgearbeitet, noch hat es Ihr Kollege im Ausländer- und Integrationsbeirat getan. Und das zeigt einmal mehr, wie arbeitsscheu oder arbeitsverweigernd die AfD für Asylbewerber unterwegs ist. Zum Zweiten, es geht hier nicht darum, dass wir vielleicht eine Klientelpolitik im Sinne von Kindern in Dresden, Flüchtlingskindern betreiben, sondern Kindeswohlsicherung ist hoheitliche kommunale Aufgabe. Es ist also unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass alle Kinder, egal woher sie kommen, alle Kinder in unserer Stadt, die hier leben, sicher leben, geschützt leben. Noch ein Wort zu Frau Ahnert. Ich wundere mich, dass Sie heute, genauso wie beim letzten Mal, zwei Dinge wieder miteinander vermischen. Sie haben zu meiner Enttäuschung letztes Mal als CDU-Fraktion einem AfD-Antrag zugestimmt, der da vorgesehen hat, dass es keinerlei Unterbringung von Asylbewerbern in Turnhallen geben soll. Das heißt, das ging nicht um die Unterbringung von Kindern in Turnhallen, der wir entgegengestimmt haben, sondern es ging um eine pauschalisierte Ablehnung von Unterbringung in Turnhallen für Asylbewerber. Wir haben das damals auch ganz klar begründet, warum wir das ablehnen. Weil nämlich nicht klar ist, wie in Notsituationen Asylbewerber sonst untergebracht werden sollen und die logische Konsequenz dann in dem Falle Obdachlosigkeit wäre. Und dabei bleiben wir auch. Insofern verstehe ich es nicht und kann es auch nicht gutheißen, dass Sie hier Schulkinder und Flüchtlingskinder wieder gegeneinander ausspielen wollen oder abwägen wollen. Und was das Thema Stigmatisierung angeht, wir verschließen uns als Grüne in der Tat nicht, auch Probleme zu erkennen oder vielleicht auch Gefahren zu erkennen, die eben so eine große Unterbringung mit sich bringen kann. Ich habe es das letzte Mal erklärt, es sind Massenunterkünfte ohne Rückzugsräume. Dass da natürlich die Gefahr und vielleicht auch die Möglichkeit von sexuellen Übergriffen leichter ist als in Wohneinheiten, wo man Schlüssel hat, wo man rumdrehen kann, das ist ja vollkommen logisch. Und genau deshalb haben wir diesen Antrag hier eingebracht, um eben solche Gefahren zu vermindern und im besten Falle auszuschließen im Sinne von Kindern. Ich freue mich, wenn es heute eine breite Zustimmung geben wird. Danke. So, meine Damen und Herren, wir kommen damit zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem seine Unterstützung geben möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen.
Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Bei zwei Gegenstimmen, keiner Stimmenthaltung und 61 Ja-Stimmen wäre das so beschlossen. Wir steigen damit ein in die Debatte.